Patricia Blanco bin endlich frei. Weitere schwere Vorwürfe gegen Ex-Andreas Ellermann. Patricia Blanco und Andreas Ellermann befinden sich seit ihrer Trennung in einem erbarmungslosen Rosenkrieg. Jetzt holt die Tochter von Roberto Blanco zum erneuten Schlag aus. Patricia Blanco, 53, hat über ihre Beziehung mit dem Unternehmer Andreas Ellermann, 59, gesprochen. Die Trennung fand Anfang 2023 statt, doch die genauen Gründe blieben lange unklar. Blanco beschreibt die Beziehung nun als toxisch und belastend. Blanco ist sich sicher, Andreas wollte nur ihren Nachnamen. Im Gespräch mit der Bild.de erzählt Blanco, dass Ellermann nur darauf aus war, berühmt zu werden. Es ging ihm immer nur darum, mit meinem Namen bundesweit berühmt zu werden, sagt sie. Am Anfang habe Ellermann sie noch auf Händen getragen und verwöhnt. Andreas war ein Teddybär, ein Mann zum Knuddeln. Er hat mir geschmeichelt, mich verwöhnt, erinnert sie sich. Doch bald begann er, die Beziehung in die Öffentlichkeit zu tragen und erwartete, dass sie ihn bedient. Am Anfang hatten wir natürlich Sex. Wir waren ein Paar. Aber irgendwann lag er nur noch da und hat darauf gewartet, bedient zu werden, fügt Blanco hinzu. Patricia Blanco mit schweren Gewaltvorwürfen. Blanco berichtet auch von gewalttätigen Vorfällen. Einmal hat er mir Wasser ins Gesicht geschüttet, erinnert sie sich. Auch von einem Vorfall in Kitzbühel, bei dem sie geschubst worden sei, und einer Situation, in der Ellermann ihr große Angst eingejagt habe. In seinem Haus ist er einmal mit einer Waffe auf mich losgegangen. Die Waffe sei laut Blanco eine Schreckschusspistole gewesen, die Ellermann aus Angst vor Einbrechen im Haus habe. Ich habe geweint, aber entschuldigt hat er sich bis heute nicht. Minus. Für keinen dieser Vorfälle, behauptet Blanco weiter. Patricia Blanco mit schweren Gewaltvorwürfen. Blanco berichtet auch von gewalttätigen Vorfällen. Einmal hat er mir Wasser ins Gesicht geschüttet, erinnert sie sich. Auch von einem Vorfall in Kitzbühel, bei dem sie geschubst worden sei, und einer Situation, in der Ellermann ihr große Angst eingejagt habe. In seinem Haus ist er einmal mit einer Waffe auf mich losgegangen. Die Waffe sei laut Blanco eine Schreckschusspistole gewesen, die Ellermann aus Angst vor Einbrechen im Haus habe. Ich habe geweint, aber entschuldigt hat er sich bis heute nicht, für keinen dieser Vorfälle, behauptet Blanco weiter.